Es war ein Sturz ins Glück, ein Sturz in den siebten Himmel der Eiskletterer. Mohammad Reza Safdarian Koroje schrieb am vergangenen Wochenende am Eisturm Rabenstein ein Stück Sportgeschichte, denn zum ersten Mal gewann ein Eiskletterer aus dem Iran eine Weltcup-Etappe. Dass mit dem 25-jährigen Perser im Schwierigkeitsklettern zu rechnen ist, hatte er als Dritter beim Weltcup-Auftakt in Saas-Fee vor 10 Tagen bewiesen. Und im Passaiertal war er von der Qualifikation weg hellwach. In der Entscheidung rutschte Safdarian Koroje am Top aus, eine Leistung, die kein anderer der 8 Finalisten überbieten konnte. Da ist der Sieg noch in den Iran geht, das ist total überraschend und ich glaube ein historisches Ereignis, nicht nur bei uns in Raumstuhl. Ich glaube im Weltcup hat es noch nie keinen Sieger gegeben, der aus dem Iran gekommen ist. Den 2. Platz belegte der Russe Alexei Tomilov, der in Rabenstein schon des Öfteren in den Top 3 gelandet ist, während der Südkoreaner Yong-Hye Kwon als Dritter das Podium komplettierte und somit den abwesenden Vorjahressieger Hyung Park würdig vertrat. Kwons Landsfrau Hanerai Song wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, denn sie setzte sich beim Weltcup in Rabenstein zum 3. Mal in Serie durch. Damit ist die Südkoreanerin im hinteren Passaiertal Rekordhalterin, was die Einzelsiege im Schwierigkeitsklettern angeht. Bei den Frauen ist es natürlich abzuzeichnen gewesen oder vorherzusehen, dass der Sieg zwischen Russland und Korea ausgemacht wird. Ich glaube, die Hanerai Song hat das Potenzial, höher, wie Sie richtig sagen, zur Seriensiegerin zu werden. Auch auf dem 2. Platz landete eine Athletin aus jenem Land, in dem in einer Woche die Olympischen Winterspiele beginnen. Altmeisterin Won Seung-shin musste sich Song hauchdünn geschlagen geben. Auf dem 3. Platz positionierte sich die Russin Maria Dolokhonina, die in Rabenstein auch schon über den Sieg gejubelt hatte. Das Schwierigkeitsklettern, bei dem es darum geht, am Eisturm 15 Meter in der Vertikalen in der kürzestmöglichen Zeit zurückzulegen, war einmal mehr eine russische Domäne. Alle 6 Podiumsplatzierungen gingen an Sportlerinnen und Sportler aus dem flächenmäßig größten Land der Erde. Bei den Männern setzte sich Anton Nemov durch, der im Finale, das im K.O.-System ausgetragen wurde, Ivan Spitzin besiegte. Den 3. Platz belegte Wladimir Kartaschew. Mit Hubert Brunner und Christoph Pfitscher waren auch 2 Rabensteiner am Start. Beide Passeierer konnten nicht ihr Leistungspotenzial abrufen und schieden bereits in der Qualifikation aus. Es ist nicht so gut gegangen wie bei der Baumannschaft. Es scheint schon eher ein bisschen wach gewesen, aber nein, nicht zufrieden. Es ist einfach Weltcup-Niveau und es sind noch viele bessere dabei, Athleten. Trotzdem war der Heimweltcup eine tolle Erfahrung, von der beide auch etwas Positives mitnehmen. Ja, um mehr getan zu haben. Auf dem Weltcup mehr getan zu haben. Und auch das ist positiv. Sonst hat es nicht viel geholfen. Das Frauenfinale im Speedklettern ging an Nadezhda Galyamova, die Ekaterina Fjoktistova das Nachsehen gab. Ekaterina Koschewa wurde Dritte.
Der Weltcup der Eiskletterer schlug bereits zum 6. Mal seine Zelte in Rabenstein auf, das sich mittlerweile zu einem internationalen Eiskletter-Hotspot entwickelt hat. Wir können wieder zufrieden zurückschauen auf den 2 Tage Weltcup in Rabenstein. Es ist alles gut verlaufen. Es sind Haufen Teilnehmer wieder da gewesen. Wir haben sportliche Höchstleistungen gesehen. Und natürlich aus organisatorischer Sicht ist es für uns besonders wichtig, dass wieder alles reibungslos über die Bühne gegangen ist. Geht es nach Reinhard Graf, dann kommt der Weltcup 2019 zum 7. Mal nach Südtirol. Die Verhandlungen mit der UIAA im April dürften eigentlich nur eine Formsache sein.